Valentina schläft. Mit den Zäpfchen geht das Fieber schnell zurück. Bist du sicher? Naja, bei Säuglingen ist Fieber völlig normal. Morgen ist Valentina wieder in Ordnung, versprochen. Danke. Ich hab dir gleich gesagt, nimm mich mit. Vorhin waren am Fürstenhof zwei Polizisten. Du sollst dich bei denen melden. Die haben wohl noch ein paar Fragen an dich. Robert, du weißt, dass die dir einen Strick draus drehen, wenn du dich nicht meldest. Ja, deswegen hau ich ja ab. Ich gehe wegen diesem verlogenen Zastro sicherlich nicht in den Knast. Was hast du vor? Valentina und ich können erstmal eine Weile bei Laura und Alexander in Brüssel bleiben. Ohne mich? Und die Zäpfchen? Ja. Weißt du, wenn wir im Ausland sind, dann wird es für das Jugendamt schwieriger, mir die Kleine wegzunehmen. Und von da sehen wir einfach weiter. Du weißt, dass du es damit möglicherweise nur noch viel schlimmer machst? Noch kann mir keiner verbieten, mit meinem Kind meine Verwandten zu besuchen. Okay, dann melde dich wenigstens bei deinen Eltern, dass sie sich keine Sorgen mehr machen. Ich kann dich auch von unterwegs anrufen. Okay, ich rufe sie an. Hat denn Frau Krendlinger auch nichts von ihm gehört? Ich habe sie den ganzen Nachmittag nicht gesehen. Ist ja wie im Bermuda-Dreieck, hier verschwindet einer nach dem anderen. Wo sind jetzt mein Kugelschreiber? Ah ja, auf dem Nachttisch beim Kreuzworträtsel. Robert, endlich, wo bist du? Erhältst du es für dich? Ja, natürlich. Auf der Geisenalm. Robert, du musst dich nicht mehr verstecken. Michael ist bereit, für dich auszusagen. Einfach so? Ich habe ihn überzeugen können. Und weißt du, was das bedeutet? Damit ist die Anzeige vom Tisch. Das sagst du nur, damit ich zurückkomme. Habe ich dich jemals angelogen? Robert, bitte komm nach Hause. Valentina braucht ihre gewohnte Umgebung. Ich melde mich wieder. Wer war das? Robert hat gerade angerufen. Und, wo ist er? Hast du ihm gesagt, dass er sich bei der Polizei melden muss? Dazu bin ich nicht gekommen. Werner, du weißt, wie allergisch er reagiert, wenn du ihm Druck machst. Charlotte, er muss zurückkommen. Keine Angst, er wird rechtzeitig hier sein. Ah ja? Wie willst du das anstellen? Vertraue mir. Sagen Sie, sind auf beiden Maschinen nach Brüssel noch Plätze frei? Und könnte ich eventuell die Tickets auch am Flughafen kaufen? Super. Danke. Aber wenn Dr. Niederbühl tatsächlich für dich aussagt, dann brauchst du doch keine Anklage mehr zu befürchten. Eva, da muss ich nur einmal widersprechen oder dann irgendwelche Widersprüche verstricken und ich bin dran. Du willst also wirklich abhauen? Hoffe nur, dass Valentina mir eines Tages nicht vorwirft, dass ich sie von ihrem leiblichen Vater ferngehalten habe. Du bist Valentinas Vater. Deine Frau hat das auch so gewollt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich revanchieren soll für all das, was du die letzten Wochen für mich getan hast. Es macht mir doch eine Freude, für Valentina da zu sein. Außerdem... Ja? Außerdem sind wir Freunde. Und da ist es doch selbstverständlich, dass man sich hilft. Das habe ich geschnitzt, als ich ein kleiner Junge war. Es ist nicht ganz fertig. Aber für dich. Was ist das? Das ist ein Flügel, das sind die goldenen Löckchen und das ist die Stupsnase. Das ist ein Engel. Ja, mit viel Fantasie. Ich denke, der ist am besten bei dir aufgehoben. Danke. Valentina hat kein Fieber mehr. Falls du gehen möchtest. Ja. Ich werde euch vermissen. Also wenn es okay ist, dann würde ich gern so lange, wie es geht, noch bei euch bleiben. Na klar. Wenn du willst, gern.
Wie hat denn Werner reagiert? Er ist total nervös geworden, als ich ihn auf seinen Sohn angesprochen habe. Wenn jemand mit dem Rücken zur Wand steht und versucht zu blöffen, das riech ich auf 10 Meter Entfernung. Du glaubst also wirklich, dass Robert abgehauen ist? Da gehe ich jede Wette ein. Was Besseres hätte uns doch gar nicht passieren können. Du meinst, weil er nach dem Mordversuch an dir fliehen wollte, wird ihn jetzt die Polizei früher oder später festnehmen. Und wir haben im Sorgerechtsprozess leichtes Spiel. Er hat so gut wie verloren. Wir stehen kurz davor, die Küchenschabe loszuwerden. Also, bisschen Freude darüber wäre jetzt durchaus angebracht, findest du nicht? Was ist, wenn ihm die Flucht gelingt? Wenn er sich ins Ausland absetzt, dann haben wir ein echtes Problem. Dann würde ihn die Polizei zur Fahndung ausschreiben. Solange die kleine Millionenerbin weg ist, können wir unseren ganzen schönen Plan vergessen. Oh. Keine Sorge. Ich habe das alles im Griff. Wenn ich jetzt mit Valentina einfach nach Hause gehen würde, dann müsste Robert auch zurückkommen. Ohne Valentina würde er nie im Leben untertauchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hat sie noch Fieber? Nein. Und ich habe sie auch schon gefüttert und gewickelt. Du bist wirklich ein Engel. Konnte ich auch nur eine Sekunde so etwas denken? Ich würde seine Freundschaft für immer verlieren. Ich würde ihn für immer verlieren. Was ist los? Sag du es mir. Du bist immer noch sauer. Wegen Charlotte. Rosalie, da ist nichts. Mhm. Dann habe ich wohl was an den Augen. Denn dieses Nichts, das sah sehr vertraut aus. Offensichtlich üben ja deine Ex-Frauen eine unglaubliche Anziehungskraft auf dich aus. Zuerst die Heinemann, jetzt Charlotte Saalfeld. Rosalie, es ist lächerlich. Es gibt für dich überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ich bin mit dir zusammen und mit sonst niemandem. Vielleicht solltest du das mal Charlotte Saalfeld erklären. Niederbühl. Ja, dann ist es gut, wenn ich sofort komme. Ja, wiederhören. Wer war das? Das war ein Patient aus dem Dorf. Ich muss leider sofort los. Fast vergessen.
Oh Gott, ist das schäbig hier. Uff, leid mir das bloß aus. Oh Gott. Was will man mehr? Wunderschöne Wohnung, Frühstücksservice. Dir gefällt's hier? Klar, viel besser als in der Fürstensuite. Ich dachte, du stehst auf die gehobene Preisklasse, die Simon sich die letzten Tage gegönnt hat. Das ist ein völlig falscher Eindruck von mir, Ben. Also so wie ich dich und Zoe kennengelernt habe. Die paar Tage in der Fürstensuite, die waren ja ganz nett, aber auf Dauer geht mir das ganz schön auf den Keks. Ich bin kein Luxusweibchen. Es hat dir aber gefallen, dich von Simon aushalten zu lassen. Oder hast du etwa einmal für den Champagner gezahlt? Was hätte ich denn machen sollen? Simon wollte mich einladen. Ablehnen. Ablehnen. Ach, Simon braucht das nach dem ganzen Ärger mit seiner Angetrauten. Der hat überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich meine, wenn er sich um mich kümmert, dann fühlt er sich gut. Warum sollte ich ihm das vermasseln? Ich gönne Simon sein Glück. Mehr als jedem anderen. Das ist der beste Kumpel, den man haben kann. Und deswegen behalte ich dich im Auge. Mit deinem bescheuerten Tattoo kannst du Simon vielleicht weismachen, dass du es ernst mit ihm meinst. Aber nicht mir.